Am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr kam es im Elsterweg in Kirchheim unter Teck zunächst zu einem Brand in einem Pavillon. Dieser breitete sich aber schnell auf das angelegene Wohnhaus aus, welches zeitweise voll in Flammen stand. Durch den Rauch und die Aufregung wurden drei Personen in Krankenhäusern ambulant behandelt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Brand aufgrund eines technischen Defektes an einer Fritteuse entzündet haben. Die Polizei in Kirchheim hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 14.30 Uhr. Durch das Feuer fiel in anliegenden Straßen zeitweise der Strom aus.